Das Essen der Zukunft kocht ein Roboter. Oder es kommt, wie im Raumschiff Enterprise, einfach aus dem Replikator. Aber was wir morgen essen, beschäftigt angesichts Ressourcenverknappung und Zeitmangel nicht nur Science-Fiction-Autoren, sondern auch Ricardo Ferrer-Rivero aus Hannover. Der Startup-Unternehmer hatte genug von Lieferpizza oder Nudeln mit Pesto zwischen zwei Meetings. Die Lösung für sein Problem? Soylent. Eine Flüssignahrung von Hackern aus den USA, die alle wichtigen Nährstoffe enthält und die Einkaufen, Kochen und Abwaschen überflüssig machen soll. Jetzt ersetze ich im Grunde Essen und Mahlzeiten, die ich nicht genieße und die ich einfach für die Grundernährung zu mir nehme, die ich nicht esse, um mich mit Leuten zu unterhalten oder Spaß dran zu haben, mit Säulen. Am Anfang nur ein Test, aber inzwischen bestreitet Ricardo rund 80% seiner Ernährung in Flüssigform. Soylent oder das Konkurrenzprodukt Manna aus der Tschechischen Republik enthalten unter anderem Soja, Hafer, Mais, Vitamine und Ballaststoffe. Ferrer-Rivero fühlt sich seit der Ernährungsumstellung fitter, sagt, dass er sich besser konzentrieren kann und weniger Kaffee gegen Müdigkeit trinken muss. Ganz nebenbei ernährt er sich jetzt auch vegan. Auf Essen aus Spaß und mit Freunden verzichtet er deshalb nicht. Im Gegenteil. Ich mache es viel bewusster. Und die Qualität ist auch da gestiegen, weil ich plane es besser ein und weiß, dass ich zu dieser Mahlzeit gehe, nicht um mich zu ernähren. Ich habe im Grunde ganz andere Ziele, die ich damit erreichen möchte. Aber auch jenseits der Hackerkultur findet die Technisierung der Küche immer mehr Anhänger. Denn viele Mütter und Väter haben ebenfalls nur wenig Zeit fürs Kochen. An diese Zielgruppe richtet sich der Thermomix. Eigentlich nicht viel mehr als eine Küchenmaschine mit Kochfunktion, verspricht das über 1000 Euro teure Gerät selbstgekochtes mit minimalem Aufwand. Und auch im Netz ist der Thermomix präsent. Zum Beispiel bei der YouTuberin Stephanie Holz, alias Thermifee. Über 7 Millionen Videoaufrufe und 45.000 Facebook-Fans haben ihr ihre YouTube-Kochsendungen bereits beschert. Während der Thermomix kocht, kann ich immer noch meine Kinder versorgen, denen bei den Hausaufgaben helfen oder andere Sachen erledigen. Also deshalb finde ich, das ist einfach, ja, es ist einfach etwas, was in die heutige Zeit mit reingehört. Das Kochen ist nicht mehr so, wie es bei Oma war oder bei Mama, ne? Caroline Schulze hingegen will mit mehr Technologie in der Küche nicht den privaten Kochkomfort erhöhen. Ihr Ziel? Ein Beitrag zur Lösung globaler Ernährungsprobleme leisten. Deshalb hat die Industriedesign-Studentin an der Kunsthochschule Halle einen falschen Hasen entwickelt. Und zwar nicht aus Hackfleisch halb und halb, sondern auf Mehlwurmbasis, aus dem 3D-Drucker. Ihre Idee? Die Tierchen mit dem Nussaroma sind extrem proteinreich, außerdem kostengünstig und umweltfreundlich in der Haltung. Deshalb werden Insekten sogar von der Ernährungsorganisation der Vereinten Nationen als Alternative zu Rind, Schwein und Hähnchen empfohlen. Das Problem? Die meisten Europäer ekeln sich vor Insekten auf dem Teller. Also das Aussehen der Tiere ist ja das, was uns immer so abschreckt. Und sobald es eine Paste ist, gibt es da kein Ekelempfinden mehr oder also so die erste Hürde wird damit eigentlich schon genommen. In Holland und Großbritannien gibt es Insektenburger bereits im Supermarkt. Hierzulande kennt man Krabbelsnacks am ehesten aus dem Dschungelcamp. Dafür aber, dass sich alternative Ernährungsformen durchsetzen, kann das Internet einen Beitrag leisten. Denn in den Nischen des Netzes tummeln sich aufgeschlossene User und Foodblogger. Und die zeigen auch am falschen Hasen von Caroline Schulze Interesse. Es kam tatsächlich Anfragen übers Internet von Leuten hier aus Halle, die irgendwie mein Projekt im Netz gefunden haben und dann gefragt haben, ob ich nicht mal in Halle irgendwie für jemanden kochen würde. Fand ich sehr lustig. Auch Soylent, Manna und Co. wollen die Ernährungsgewohnheiten der Menschen so verändern, dass in Zukunft alle Bewohner des Planeten satt werden können. Ob man sich zur Erreichung dieses Ziels aber zwischen Knuspergrillen oder einem Glas Flüssignahrung wird entscheiden müssen, bleibt offen. Denn glücklicherweise steht dieses Forschungsgebiet ja erst am Anfang.
Und ein paar Rezeptoptimierungen sind sicher noch nötig, damit das Essen der Zukunft auch wirklich allen schmeckt.